Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold und unser Thema heute die Blüte der Pointilla. Die Pointilla, die Eliagnus umbellata, die Sorten, die wir 2014 einführen, die sind ja selbst unfruchtbar. Es müssen also immer zwei Sorten nebeneinander gepflanzt werden, damit die Befruchtung stimmt. Hier haben wir das in unserer Versuchsanlage gemacht und beide Sorten sind voll von Blüten. Die Blüte selber ist eigentlich unspektakulär, ähnlich wie bei Eliagnus multiflora, gelb, beige, weiß, aber im Total, alle zusammen, die Hunderttausende von Blüten, die auf so einem Strauch sind, zusammen mit den Blättern, geben doch ein wunderschönes Ganzes ab, das man so selten in der Frühlingsvegetation, so häufig in der Frühlingsvegetation nicht sieht. Schauen wir uns mal die Blüten noch von nahem an. Es windet, es ist nicht ganz einfach, da die richtige Distanz zu finden. Man sieht hier die gelb-beige Farbe. Ein Teil der Blüten ist offen, ein anderer noch geschlossen. Wenn sie älter sind, werden sie gelber. Und wie gesagt, eigentlich ist der Gesamteindruck das Entscheidende, der geprägt wird von den Blättern und von den Hunderttausenden von Blüten an diesen zwei Sträuchern hier in unserer Versuchsanlage.